Hallöchen zusammen zum letzten Talk. Vielen Dank, dass du da bist. In Anbetracht der kurzen Zeit würde ich sagen, wir fangen direkt an, Vorstellung und so weiter, machst du alles selbst. Ich würde euch bitten, dass wir Zwischenfragen ans Ende stellen. Es gibt ganz viele, die ganz unruhig sind, weil sie nach Hause wollen. Deswegen gerne am Ende. Und ich kläre in der Zwischenzeit, was mit Überziehen und so weiter angeht und gebe dir Signale. Super. Voll. Alles klar. Dann legen wir mal Herzlich los. Herzlich willkommen erstmal. Dankeschön. Ja, ich finde es ein Traum, dass ihr hier seid, auch zu so später Stunde noch. Also herzlich willkommen zu meinem Talk Motiviert agil, damit der Kicker auch wirklich kickt und nicht zum Eigentor wird. Ich bin Maren, ich bin Innovationspsychologin, das heißt, ich arbeite mit Teams, die flexibler, kreativer, innovativer werden wollen oder sein wollen und helfe denen, ihre Innovationskultur zu stärken. Und in dem Kontext begegnet mir immer wieder, dass Motivation immer wichtiger wird. Und zwar nicht nur, weil es dann in den Workshops irgendwie mehr fluppt und da mehr Ideen kommen, sondern einfach, weil die in unserem Arbeitskontext, der ja immer komplexer wird, Stichwort VUCA. Wer kennt das Stichwort VUCA? Ja, einige? Okay, also in diesen flatterhaften, volatilen, unsicheren Umgebungen brauchen wir eben mehr Motivation, um zu bestehen. Und das kommt auch daher, dass wir in diesen VUCA-Umgebungen einfach nicht mehr mit standardisierten Produkten zu tun haben, die wir irgendwie einfach und standardisierten Prozessen, die wir irgendwie an den Markt bringen, wo es vielleicht auch mal okay ist, dass wir Mitarbeiter ein bisschen anstupsen, damit sie einfach eine vordefinierte Abfolge an Schritten durchlaufen, sondern wir haben einfach sich wandelnde Märkte, sich immer wieder verändernde Kundenbedarfe, die wir irgendwie adressieren müssen und auch wollen. Und da können wir nur überleben, da kann man nur Erfolg haben, wenn man eben mit hochmotivierten Menschen arbeitet. Und tatsächlich steht das sogar schon im Agilen Manifest. Diejenigen von euch, die das kennen, das Agile Manifest der Softwareentwicklung, da steht auch drin, errichte Projekte rund um motivierte Individuen. Also da ist das Thema Motivation auch schon drin. Auch schon drin ist, dass das von den Umgebungsfaktoren abhängt, in denen diese Teams arbeiten. Also sind auch schon einige Aspekte erwähnt. Aber um das jetzt noch mal ein bisschen genauer zu durchleuchten, möchte ich heute einen Erklärungsansatz liefern, warum denn agiles Arbeiten so motivierend wirkt. Und dafür sollten wir ein bisschen genauer hingucken, was denn Motivation eigentlich ist. Motivation ist der Motor, der uns antreibt, Dinge zu tun. Und das können wir uns mal so ganz einfach vorstellen. Hier auf der linken Seite haben wir A-Motivation. Das ist im Prinzip, wenn keine Motivation da ist, Passivität, der Motor ist aus. Auf der rechten Seite haben wir intrinsische Motivation. Das ist die Motivation, die aus der Tätigkeit selber herauskommt. Also ich habe Freude daran, etwas zu tun, dann bin ich intrinsisch motiviert, das zu tun. Hoppala. Und dazwischen, dieser große Bereich, ist die extrinsische Motivation. Das ist die Motivation, die von Faktoren bestimmt wird, die außerhalb der Tätigkeit liegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch häufig missverstanden wird, deswegen möchte ich das nochmal betonen. Der Unterschied zwischen extrinsischer und intrinsischer Motivation ist also, wo die Gründe für das Verhalten liegen in Relation zu dem Verhalten. Wie gesagt, wenn mir etwas Spaß macht, ist die Aktion, das Verhalten intrinsisch motiviert, weil die Motivation in dem Verhalten liegt. Extrinsisch heißt eben Faktoren, die außerhalb von der Tätigkeit liegen. Und wenn wir da jetzt mal gucken, genau, früher haben Wissenschaftler auch gedacht, dass es, sobald ich die intrinsische Motivation, Entschuldigung, verlasse, dann ist es eigentlich egal, wie ich jemanden extrinsisch motiviere. Haben so ein bisschen in 0 und 1 gedacht, also dann ist es egal, wie ich jemanden anschubse, denn nur das zu tun, was ich denn möchte, dass der tut. Heute wissen wir, dass das eine sehr große Bandbreite umfasst, also das ist dieses ganze Feld hier. Und der entscheidende Faktor an dieser Stelle ist der Überzeugungsgrad. Also je mehr ich davon überzeugt bin, von dem, was ich tue, von dem Verhalten, das ich zeige, desto näher rückt dieses Verhalten oder diese Motivation an die intrinsische Motivation ran.
Und da gibt es eben verschiedene Faktoren, die das begünstigen, diesen Überzeugungsgrad. Der heißt offiziell in der Wissenschaft interne Regulierung. Also wenn ich von etwas überzeugt bin, dann steuere ich das selber, dass ich dieses Verhalten zeigen möchte. Und dieser Überzeugungsgrad ist der Hauptfaktor, der da eine Rolle spielt. Und deswegen müssen wir jetzt auch mal gucken, was denn diesen Überzeugungsgrad hier beeinflusst. Und dafür würde ich mir gerne mit euch nochmal die extrinsische Motivation genauer angucken. Wenn wir eine Tätigkeit haben, die nur von äußeren Faktoren bestimmt wird, die mich aber nicht überzeugt, dann ist das Verhalten extrinsisch motiviert und zwar hier sehr nah dran an der A-Motivation. Also es ist wirklich nur angeschubst, der Motor wird quasi von außen angeschoben. Wenn ich hochgradig überzeugt bin und das merkt man daran, dass ein Verhalten mit meinen inneren Überzeugungen, mit meinen Werten und aber eben auch mit meinen psychologischen Grundbedürfnissen übereinstimmt und damit konform geht, dann rutscht das Verhalten weiter nach rechts. Nehmen wir mal eine Putzkraft, die in einem Bürogebäude putzt. Die macht das fürs Geld, ist halt ein Job, ne? Wenn ich von der verlange, dass die irgendwas macht, wofür die nicht bezahlt wird, ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass sie das macht. Weil die hat da eh keinen Bock zu. Wahrscheinlich nimmt sie sowieso schon Abkürzungen, wo sie kann. Ja, also macht ihren Job halt so, dass es gerade nicht auffällt, dass sie ihn nur gerade so recht, mehr recht als schlecht macht. Die gleiche Putzkraft, die in meinem Kinderkrankenhaus arbeitet, macht das aus Überzeugung. Das heißt, die weiß, dass sie einen wichtigen Bestandteil für die Gesundheit dieser Kinder leistet. Die wird also über sich hinauswachsen, die wird hochgradig überzeugt sein von dem, was sie tut und auch mal was extra machen, weil sie halt glaubt oder weiß, dass sie einen wichtigen Bestandteil von dem Gesamtpaket bildet. Das heißt, die ist sehr überzeugt von dem, was sie tut und das passt zu ihren Werten, zu ihrem Weltbild und dementsprechend rutscht die Motivation auch weiter nach rechts. Und dieses Verhalten aus Eigenmotivation, dieses Verhalten aus Überzeugung nennt man Eigenmotivation. Der Fachbegriff ist autonome Motivation. Ich finde Eigenmotivation ein bisschen aussagekräftiger. Das ist also die Motivation, die relativ unabhängig ist von dem, was drumherum passiert, weil sie eben aus mir herauskommt, weil ein Verhalten, eine Tätigkeit zu meinen Überzeugungen passt und zu meinem Weltbild und eben meine drei Grundbedürfnisse erfüllt. Drei psychologischen Grundbedürfnisse. Zu denen komme ich gleich nochmal. Und was das Tolle ist an dieser Eigenmotivation, an der autonomen Motivation, die bewegt sich hier rechts, das klebe ich nochmal um, ist, dass die sehr, sehr potent ist. Die kann unglaublich viel. Diese Art von Motivation, die macht uns kreativer, sie macht uns widerstandsfähiger, sie ist auch als Motivation widerstandsfähiger, wenn wir also irgendwelche Hürden oder Probleme in unserem Weg vorfinden, dann halten wir besser durch mit dieser Motivation. Sie macht uns glücklicher, sie macht uns spannenderweise sogar gesünder, weil sie das Immunsystem boostet. Sie macht uns weniger fehleranfällig, das heißt also auch jetzt so vom arbeitssicherheitstechnischen Aspekten her, wir achten mehr auf das, was wir tun, wenn wir überzeugt sind von dem, was wir da tun und nicht von irgendwelchen äußeren Faktoren gesteuert werden. Und sie befähigt uns eben auch, mit Unsicherheit umzugehen. Und wenn wir jetzt von diesen komplexen VUCA-Umwelten ausgehen, in denen wir uns heute einfach mehr bewegen, dann sehen wir, dass diese autonome Motivation, diese Eigenmotivation super hilfreich ist, um mit diesen Unwägbarkeiten umzugehen. Weil wir dann eben aus uns selber heraus etwas tun und nicht auf eine Anweisung warten müssen, um etwas zu erledigen. Und jetzt komme ich zu dem entscheidenden Punkt, den ich euch heute sehr gerne mitgeben möchte. Man kann diese autonome Motivation, die Eigenmotivation, die kann man beeinflussen. Man kann dadurch, dass man die Umgebungsfaktoren so gestaltet, dass eben die drei Grundbedürfnisse, die drei psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind, kann man eine Umwelt, eine Arbeitsumwelt so gestalten, dass sie förderlich ist für die Eigenmotivation. Und dafür sollten wir uns natürlich jetzt nochmal die drei Faktoren der Eigenmotivation genauer angucken. Ich habe mal ein paar Fragen an euch. Wer von euch ist hier auf der Tools for Agile Teams freiwillig? Mal Hand hoch. Okay, das würde sogar sagen alle, alles klar. Wer von euch ist hier, um
Wissen mitzunehmen oder auch Wissen und Erfahrung auszutauschen? Mal Hand hoch. Okay. Und wer von euch ist hier, um zu netzwerken mit Leuten, die ähnlich ticken? Irgendwie mal Hand hoch. Ich bin irgendwie hier hinten verhakt. Alles klar, das sind auch ein paar. Also alle von euch, die mindestens einmal die Hand gehoben haben, euch kann ich sagen, die Konferenz hier trägt zu eurer Eigenmotivation bei, weil sie eben die drei psychologischen Grundbedürfnisse mit erfüllt. Die da lauten, Selbstbestimmtheit, Autonomie. Mit Selbstbestimmtheit ist gemeint, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu beeinflussen, aber auch, dass wir die Fähigkeit haben, zu entscheiden. Also im Prinzip, dass wir gerne der Regisseur unseres eigenen Films sein wollen. Kompetenz ist das zweite psychologische Grundbedürfnis. Das ist das Bedürfnis nach Lernen, nach Entwicklung, aber auch das Bedürfnis, Wirksamkeit zu sehen. Ich möchte also sehen, dass mein Verhalten, meine Aktionen einen Unterschied machen. Und das dritte Bedürfnis, wow, doch, alles gut. Das dritte Bedürfnis ist Eingebundenheit. Eingebundenheit heißt auf der einen Seite, dass ich sozial eingebunden sein möchte. Ich möchte also auf der Menschebene Beziehungen haben. Auf der anderen Seite aber auch, dass ich einen größeren Sinn als Rahmen haben möchte, dass ich mich Teil eines größeren Ganzen fühlen möchte. Und diese psychologischen Grundbedürfnisse, die sind angeboren. Das sehen wir auch schon bei Kindern. Also jetzt das Beispiel Kompetenz nehmen. Kinder, die wollen sich entwickeln, die wollen lernen. Wenn die versuchen zu gehen das erste Mal, die fallen ganz oft hin und stehen trotzdem immer wieder auf, weil die sich halt weiterentwickeln wollen. Ja? Und wenn es darum geht, weiß ich nicht, sich Milch einzugießen, werden Kinder das auch so oft probieren, bis sie es können, egal wie groß die Unordnung ist oder die Flecken, die sie machen. Ja? Also sie machen einfach immer weiter, weil sie halt lernen wollen. Das ist also ein sehr, sehr grundlegendes Bedürfnis. Und wenn ich das Setting so beeinflusse, dass diese drei psychologischen Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann schaffe ich es damit, die Eigenmotivation zu fördern. Und das Tolle ist, dass Agilität das wunderbar kann. Also wahres, agiles Arbeiten erfüllt alle drei Grundbedürfnisse. Und das heißt auf der anderen Seite auch, wenn wir diese drei Grundbedürfnisse nicht erfüllen oder zumindest über längeren Zeitraum nicht erfüllen oder zu stark verletzen, dann wird das die Motivation killen. Das heißt, wir können damit auch die Motivation kaputt machen. Wir sind ja hier bei Tools for Agile Teams, da habe ich euch ein Hilfsmittel mitgebracht. Das ist der Ideenschutzengel. Ihr habt auch so ein Kärtchen bei euch gefunden. Der Ideenschutzengel ist ein nettes kleines Helferlein, würde ich sagen. Ist nämlich eine Wunderwaffe, um diese drei psychologischen Grundbedürfnisse zu erfüllen oder zu fördern. Der Ideenschutzengel hat erstmal eine sehr wertschätzende Grundhaltung. Der sagt vor allem erstmal ganz viel Ja. Das heißt, der unterstützt Neues, unterstützt auch Andersartigkeit und hat einfach eine sehr wertschätzende und stärkende Art. Und diese Haltung, die dieser Ideenschutzengel im Prinzip repräsentiert, diese Haltung ist gerade in diesen komplexen Umwelten, in denen wir heute arbeiten, besonders wichtig, weil da haben wir ganz viele Situationen, wo wir auf neue Ideen, auf ungewohnte Lösungswege angewiesen sind. Das heißt, je mehr wir diese Haltung des Ideenschutzengels damit reinbringen können, desto förderlicher wird das sein, um in diesen Umwelten zu bestehen. Ich werde gleich jeweils zu den psychologischen Grundbedürfnissen noch was sagen und dann auch darauf eingehen, in welcher Form der Ideenschutzengel da wirksam werden kann. Kommen wir noch mal zu dem ersten psychologischen Grundbedürfnis, dem Grundbedürfnis nach Selbstbestimmtheit. Ich wollte hier eigentlich auch noch hier ankleben. Auch da sehen wir schon, dass das angeboren ist, dass auch kleine Kinder das schon haben. Alle die schon mal die Trotzphase erlebt haben, also diese Phase, wenn Kinder so alle 5 Minuten schreiend auf dem Boden liegen, das ist eigentlich was ganz Tolles, auch wenn das uns schwerfällt zu glauben. Denn das ist im Prinzip, wenn Kinder anfangen, ihr Grundbedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmtheit zu entwickeln und auch zu zeigen. Und mich tröstet das immer ein bisschen bei unseren Zweien.
Also es ist gesund. Ja, also in der Situation vielleicht nicht, aber grundsätzlich ist es ja schön, wenn Kinder lernen, auch ihren Willen kundzutun und auch Wege entwickeln, das durchzusetzen. Und man merkt es tatsächlich auch, Menschen, die das eben in ihrer Kindheit nicht durften und nicht konnten, die ticken ganz anders oder weniger durften oder auf andere Art und Weise, ne? Also die haben eben nicht das Bedürfnis nach Selbstbestimmtheit ist eben nicht so gut erfüllt worden. Und das heißt im Prinzip, wenn wir jetzt das mal auf agil oder auf Organisationen übertragen, sollten wir alle Regelungen abschaffen. Nein, sollten wir nicht. Also wir brauchen natürlich trotzdem auch Vereinbarungen, mit denen wir irgendwie umgehen können. Gerade in solchen komplexen Umwelten müssen wir auch was haben, auf das wir uns verlassen können, also einen gewissen Rahmen. Aber wir sollten aufhören, irgendwie unsere Angestellten und unsere Kollegen wie kleine Kinder zu betrachten und zu behandeln. Und an der Stelle müssen wir einfach gucken, wo können wir mehr Freiraum geben, wo können wir Mitarbeitern oder Teams auch mehr Möglichkeiten geben, selber zu entscheiden. Müssen wir wirklich vorgeben, dass es ein, weiß ich nicht, ein Pflichtenheft ist oder eine User-Story, können wir nicht einfach gucken, was der Kontext braucht und die selber entscheiden lassen, wie sie am besten damit umgehen können. Also wir müssen ihnen halt auch ein bisschen was zutrauen und ihnen eine Chance geben, eben selbst organisiert zu arbeiten und Selbstbestimmtheit zu entwickeln. Wenn das klappt, merken wir das auch daran, dass eben solche selbstbestimmten Teams, selbstorganisierte Teams oder selbstentscheidende Teams, dass die einfach besser aufgestellt sind, um spontan auf Situationen zu reagieren, weil sie dann eben entscheiden können und das auch schon geübt haben. Wenn wir natürlich jemand irgendwie von heute auf morgen in so eine Situation reinbringen, so ab morgen arbeitet ihr selbstorganisiert und uns dann wundern, dass sie das nicht können oder nicht wollen, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Also da müssen wir schon gucken, dass wir auf dem Weg dahin auch mit den Teams arbeiten. Und das ist einer der Punkte, wo der Ideenschutzengel helfen kann, als Haltung. Dass wir also gucken, wo geben wir den Menschen mehr Freiraum zu entscheiden und diesen Freiraum auch zu lernen, zu nutzen, dass sie eine Chance haben, sich selber zu hören. Also wenn ich immer vorgegeben kriege, was ich denn nur eigentlich machen soll, entwickle ich auch gar nicht die Fähigkeit, mal zu hören, wie würde ich denn selber entscheiden, wenn ich könnte. Das heißt, Entschuldigung, ich muss auch gucken, dass Menschen diese Fähigkeit erlernen können und sich da reinbegeben können. Für meinen Sohn macht es zum Beispiel einen Riesenunterschied, ob ich sage, du ziehst heute eine Mütze an oder es ist minus 10 Grad, ich würde das mal empfehlen. Also wenn ich das immer für den entscheide, wird er das selber auch nicht lernen, das abzuschätzen. Der wird sich im Zweifelsfall gegen auflehnen, wenn ich sage, Mütze anziehen, aber er wird auch nicht die Fähigkeit entwickeln, mal selber abzuschätzen und vielleicht sagen, okay, ich nehme sie mal mit und dann gucke ich mal selber. Ja? Also ich muss einfach auch Kindern den Freiraum geben, diese Autonomie zu lernen, aber bei Erwachsenen ist das eben genauso. Ich habe neulich einen Workshop gehalten, wo das Rahmenprogramm eine Stunde überzogen hat. Da musste ich den Workshop mit den Teilnehmern eine Stunde kürzen. Ich halte viele Workshops, wo ich spontan den Plan umschmeiße, dafür sind Pläne da als Moderator oder als Trainer. Aber wenn ich das von außen vorgegeben kriege, dann macht mich das wahnsinnig ärgerlich. Wenn ich es mache, weil ich glaube, dass es den Teilnehmern gut tut, alles fein. Aber dann entscheide ich das halt. Dann bin ich halt selbstbestimmt in meiner Entscheidung, den Plan umzuwerfen. Meine Frage an euch, vielleicht könnt ihr da euch ganz kurz mal mit euren Sitznachbarn austauschen. Gibt es Situationen, wo ihr euch mehr Selbstbestimmtheit wünschen würdet? Einfach mal so 20 Sekunden, ganz blitzmäßig, wo ihr euch wünscht, mehr Selbstbestimmtheit zu haben. Oder wo habt ihr sie bekommen und wo war es cool? Okay, ich wollte so ganz, ganz kurz, damit ihr einfach mal so merkt, dass man da auch den Fokus selber drauf legen kann und sich auch selber Situationen suchen kann, wo man ein bisschen mehr auf seine eigene Selbstbestimmtheit achtet. Inspiriert bin ich dadurch übrigens durch den Alfie Kohn, der hat Unconditional Parenting geschrieben, wo er davon erzählt, dass Kinder
gerne einfach gesehen werden, ohne dass sie bewertet werden. Und dass eben bei Kindern die Fähigkeit entwickelt, dass sie selbstbestimmt sind. Und ich finde, das können wir auch im Unternehmenskontext anwenden, dass wir eben den Mitarbeitern und den Teamkollegen mehr Raum geben, auf sich selber zu hören und nicht so abhängig zu sein von äußeren Bewertungen. Was wir auch immer sehen müssen, ist, dass diese Selbstbestimmtheit eben ein untrainierter Muskel ist bei vielen Menschen. Das heißt, nicht bei allen und nicht in allen Situationen, aber häufig haben wir gerade im Arbeitskontext, wenn wir so von großen Transitionen reden, haben wir halt die gewohnten Mechanismen, die da so zutage treten und sich entwickelt haben, und dann stellen wir von einem Tag auf den anderen um, und das ist wie wenn man eben untrainiert einen Sprung wagt, das kann zu großen Verletzungen führen. Da müssen wir so ein bisschen aufpassen und uns einfach dessen bewusst sein, dass auch da eine gewisse Transition bei den Mitarbeitern nötig ist, die zum Beispiel dadurch erfolgen kann, dass wir mehr Entscheidungen in die Teams reingeben, aber auch mit Rückmeldungen aus den Teams arbeiten und nicht so sehr das über die Führungskräfte mal laufen lassen. Ein Weg, wie wir das gut schaffen können, ist, dass wir einfach versuchen, unsere Mitarbeiter, unsere Teamkollegen zu sehen, ohne immer gleich zu werten. Das kann zum Beispiel einfach mal heißen, danke, dass du das in Jira eingetragen hast, ohne zu sagen, boah, ist das super fein gemacht. Also einfach mal sehen, ohne zu werten. Ja, ganz wichtig. Und das kann man auch mit sich selbst üben übrigens. Erfordert, dass wir mehr in die Reflexion gehen und überlegen, uns betrachten, ohne dass wir gleich werten. Ja, also dass wir einfach schauen, an welchen Stellen können wir mehr selber entscheiden, wollen wir mehr selber entscheiden und welche Faktoren spielen dabei eigentlich bei uns mit rein. Das nächste Grundbedürfnis, psychologische Grundbedürfnis, was ich nochmal erläutern wollte, ist Kompetenz. Kompetenz ist das Streben, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir lernen wollen. Und Kompetenz ist im Prinzip der evolutionstechnische Vorteil, den wir gegenüber anderen Arten haben, also das Bedürfnis nach Kompetenz. Denn wir wollen halt lernen, wir müssen uns an Umgebungen anpassen, wir müssen adaptiv sein. Und deswegen ist es auch fest verdrahtet, dass der Mensch das will, dass der Mensch den Wunsch hat, zu lernen und dann auch sein Erlerntes anzuwenden, eben zu sehen, dass seine Aktivität eine Wirkung hat. Und Menschen haben diesen unbändigen Drang zu lernen und sich weiterzuentwickeln, bis sie in die Schule gehen, so meistens. Dann wird das auch gerne mal gekappt. Und das ist tatsächlich erschreckend, wenn man das sieht. Da müssen wir bei uns selber gegensteuern, bei anderen aber eben leider auch den Rahmen schaffen. Denn immer mehr brauchen wir heute Menschen, die selber für sich denken können und sich selber entwickeln wollen, die einfach auch Verantwortung für sich selber übernehmen und auch für ihre Handlungen übernehmen. Also die Stellenanzeigen sind voll von souverän, reif, keine Ahnung, die Mitarbeiter, die wir halt brauchen. Aber unsere Systeme sind häufig so gestrickt, dass wir genau diese Fähigkeiten untergraben und eben den Menschen diesen Raum nicht geben. Und im agilen Kontext heißt das einfach, dass wir so Sachen wie Inspect and Adapt hochhalten können, dass wir schauen, wo geben wir den Menschen wirklich Raum, um zu lernen, wo geben wir ihnen wirklich echte Lernzeit, Zeit zu reflektieren und nicht nur so Lippenbekenntnisse, so ja, wir sind eine lernende Organisation, aber wehe, irgendwie jemand guckt mal irgendwie oder unterhält sich einfach nur mal mit jemandem länger in der Kaffeeküche, dann wird halt sofort gesagt, wow, das ist hier nicht effizient genug. Also wir müssen wirklich diesen Raum für Reflexion geben und nicht immer alles bemessen. Ich erlebe das gerade bei einem Kunden, wo eben teilweise die Mitarbeiter in den Retros sitzen und sagen, ja, aber das ist hier doch verschwendete Zeit. Ja? Also das ist halt ganz schwierig, wenn diese Zeit nicht als wertvoll erachtet wird. Und da müssen wir wieder hin, dass wir Menschen diesen Raum geben, um ihre Kompetenz zu erweitern, aber dann auch das Gelernte anzuwenden, auch dafür eine Spielwiese zu bieten im Zweifelsfall. Was ich sehr gerne mag in diesem Kontext sind Lean Coffees zum Beispiel, weil man nicht nur Wissen einsammeln kann, auch Wissen teilen kann, aber man kann auch noch netzwerken. Das führt dann zur Erfüllung des dritten psychologischen Grundbedürfnisses, dazu dann gleich mehr. Also es gibt viele Werkzeuge, die Kompetenz, das Bedürfnis nach Kompetenz fördern und erfüllen. Wir müssen halt nur schauen, wie wir sie besser einsetzen können. An der Stelle, der Ideenschutzengel hilft da auch bei.
Der hilft nämlich, weil er uns ein bisschen Schutzraum gibt, um auch mal die Komfortzone zu verlassen. Ja, dass wir also auch mal raus können aus dem, was wir wirklich wissen, dass wir es gut können, sondern unser Wissen erweitern oder unsere Erfahrung erweitern, mal Neues probieren können und die Gewissheit haben, dass wir das auch mal dürfen. Ja, und auch da eine Haltung zu haben, dass wir nicht immer alles perfekt können müssen, sondern auch mal experimentieren können. Wer von euch kennt das Modell Growth Mindset oder Mindset von der Carol Dweck? Mal Hand hoch. Nicht so viele. Soll ich da einen ganz kurzen Exkurs mal hinmachen? Mache ich mal. Das finde ich nämlich ein sehr spannendes Konzept, was dieses Mindset-Thema sehr, also was das, die, nehme ich hier wieder raus. Wo ist meine Maus? Sorry, ich weiß nicht, wo meine Maus hin ist. Da ist sie. Alles klar. Das Growth Mindset und das Fixed Mindset, was die Carol Dweck vorschlägt, unterscheidet sich sehr grundlegend in der Annahme, wie Menschen, wie wir selber ticken. Also wenn wir ein Fixed Mindset haben, dann sind wir eher statisch unterwegs. Das heißt, wir glauben, wir haben Talente oder eben auch nicht. Und wir können die nicht entwickeln, wir können damit auch nichts anfangen. Man ist entweder kreativ oder nicht. Und auf der Growth-Mindset-Seite glauben wir, dass Fähigkeiten entwickelbar sind, dass eben auch Kreativität entwickelbar ist, dass wir Dinge lernen können. Und die meisten von uns haben in unterschiedlichen Themenbereichen unterschiedliche Mindsets. Aber welches Mindset wir jeweils haben, bestimmt halt, wie wir mit unterschiedlichen Faktoren umgehen aus der Umwelt. Also wenn wir Herausforderungen erleben, dann werden wir mit einem Fixed Mindset die eher versuchen zu vermeiden. Wir werden schnell irgendwie in eine verteidigende Haltung gehen, wenn wir kritisiert werden, weil wir unseren Status verteidigen wollen. Bin ich zu weit gesprungen. Für Hindernisse werden wir eher aufgeben, weil wir sagen, können wir halt eh nicht. Bei Anstrengungen sagen wir, ist sinnlos, bringt nichts. Ich kann mein Talent ja nicht, ist ja angeboren, kann ich nicht verändern. Der Erfolg anderer ist für uns eher eine Bedrohung. Und Menschen, die ein Fixed Mindset haben in diesen Bereichen, werden wahrscheinlich ihr volles Potenzial niemals erreichen. Das heißt, das beschränkt uns sehr. Ein Growth Mindset hingegen, mit einem Growth Mindset begrüßen wir Herausforderungen, weil wir das als Gelegenheit sehen zu wachsen, ebenso wie Hindernisse, da werden wir halt weitermachen, bis wir es schaffen. Anstrengung ist, ne, irgendwie ohne Fleiß kein Preis, also je mehr wir uns anstrengen, desto mehr werden wir schaffen. Und ich mache jetzt mal deutlich schneller. Das heißt, mit einem Growth Mindset sind wir sehr viel kompetenzförderlicher unterwegs. Okay. So, dann kommen wir auf. Lieber nicht. Vor allem, ich habe gerade das 10-Minuten-Signal gekriegt. Eingebundenheit ist das dritte psychologische Grundbedürfnis. Und das lässt sich auch auf zwei Ebenen erreichen, wie die anderen auch. Zum einen auf der sozialen Ebene, dass wir eingebunden sein wollen, mit anderen Menschen in Beziehung stehen wollen, aber eben auch auf der Visionsebene, auf der Werteebene. Simon Sinek, Golden Circle, wer das kennt, die Frage nach dem Why ist da ein ganz wichtiger Faktor, dass wir eben wissen, warum wir Dinge tun. Und wenn wir im agilen Arbeiten mal schauen, dann ist die Kundenzentrierung hier sehr hilfreich, um dieses psychologische Grundbedürfnis zu erfüllen, weil wir eben damit zum einen einen guten Grund haben, zur Arbeit zu gehen, weil wir nämlich das Kundenbedürfnis erfüllen und zum anderen einfach auch eine Beziehung mit dem Kunden aufbauen. Das schlägt sich also da doppelt zu Buche. Möglichkeiten, die Eingebundenheit zu fördern, sind Sachen wie Wertschätzungsfeedback, Danke sagen, auch einfach mal über Visionen und Werte sprechen, damit man da im Austausch bleibt und sich auch als Teil des größeren Ganzen in Form von Teamcharter und so weiter eben als Teil des größeren Ganzen fühlen kann. Der Ideenschutzengel ist an der Stelle hilfreich für psychologische Sicherheit, weil er einfach sehr wertschätzend ist. Die Haltung ist sehr wertschätzend, sehr bejahend, sehr förderlich, weil in einem Kontext, wo eine Ideenschutzengelhaltung herrscht und auch Ideen ihren Platz haben und geschützt sind, weiß ich eben, ich kann mich wirklich aufgehoben fühlen. Ich kann auch
Ich kann ein interpersonelles Risiko eingehen, was ja die Definition ist von psychologischer Sicherheit, nämlich die Überzeugung, dass in diesem Umfeld gefahrlos möglich ist, zwischenmenschliche Risiken einzugehen. Und da ist eben der Ideenschutzengel auch hilfreich. Und jetzt wollte ich noch eine kurze Interaktion machen, aber das überspringe ich mal. Wenn ihr also wertschätzend miteinander umgehen wollt, hilft es, wenn ihr nicht sagt, okay, das hast du gut gemacht, sondern eher, das war für mich hilfreich oder es hat mich froh gemacht zu sehen, dass man also in so einer wertschätzenden Umgebung eben nicht wertet, sondern einfach nur Feedback gibt und Rückmeldung gibt, die die Beziehung stärkt. Möglichkeiten, um die Eigenmotivation zu fördern, haben wir jetzt gesagt, sind alle drei alle drei psychologischen Grundbedürfnisse erfüllen. Jetzt wollte ich mit euch mal so auf einen typischen Arbeitskontext hingehen. Was denn zum Beispiel ein Tischkicker an der Stelle macht? Ist der jetzt förderlich für die drei psychologischen Grundbedürfnisse, ja oder nein? Und wie es häufig so ist, es kommt immer drauf an. Im typischen Fall würde ich sagen, nein. Weil dann ist der Tischkicker eher so als schickes Ding, wir haben jetzt auch so einen, ist total cool, unsere Teams sind total hip, dann ist es sehr fragwürdig, sowas einzuführen. Wenn der Tischkicker vom Team gewünscht ist, weil das Team sagt, wir brauchen irgendwie mehr Entspannung in den Pausen, keine Ahnung, und es steht auch niemand mit der Stoppuhr daneben und guckt, wie viel wird denn jetzt am Tischkicker gespielt, ist alles fein. Aber das passiert meistens nicht. Ja? Meistens ist das so ein kosmetisches Ding, was von außen passiert. So ist es häufig auch. Das agile Arbeiten ist übrigens hier ganz rechts, das wollte ich auch noch angebappt haben. So ist auch häufig mit irgendwelchen Methoden oder Artefakten, die wir einführen, ob das jetzt die Stickies sind, das Board oder sonst irgendwas. Also wenn das rein kosmetisch ist, von außen aufoktuiert, dann hilft das überhaupt nichts. Wenn ein Team sagt, wir brauchen mehr Transparenz und das machen wir jetzt mit einem Board oder mit Stickies, alles fein. Aber es muss eben aus dem Team herauskommen und man kann immer gucken oder den Test machen, inwiefern fördert das die Erfüllung der drei Grundbedürfnisse oder nicht. Einen großen Warnschuss wollte ich mal abgeben. Bonusprogramme zerstören die Motivation. Und wir haben sie immer noch im Arbeitsumfeld, aber ich glaube, das wird auch leider noch eine Weile so bleiben. Wir sollten uns einfach dessen bewusst sein, dadurch wird ein Verhalten an extrinsische Bewertung geknüpft. Und das Krasse ist, selbst wenn ich ursprünglich intrinsisch motiviert war, ein Verhalten zu zeigen, sobald ich ein Bonussystem als Bewertung dranhänge, wird diese Motivation zerstört. Ja, also das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Denn die Menschen spielen natürlich das System und wenn ich das System spielen kann, indem ich irgendwas tue, um die Belohnung zu erlangen, dann mache ich das auch, wenn das gar nicht mehr sinnvoll ist, das zu tun. Wenn ich es aus Überzeugung tue, kann ich eben davon ausgehen, dass die Menschen dieses Verhalten nur dann zeigen, wenn es auch wirklich noch sinnvoll ist. Das heißt, Bonussysteme sind tatsächlich ein Risikofaktor. Das überspringe ich jetzt. Mein ursprünglicher Call to Action war, dass ich wollte, dass ihr hingeht und den Ideenschutzengel in euren Projekten und in euren Teams anwendet. Ich habe festgestellt, da ist ein Elefant in meinem Kopf, nicht im Raum, aber in meinem Kopf unterwegs, denn ich glaube, das größte komplexe Problem, was wir derzeit haben, ist die Klimakrise. Und dementsprechend ist mein Call to Action folgender. Ich möchte euch einladen, hinzugehen und all eure Expertise, all euer Können anzuwenden, um die Motivation aller Menschen anzukurbeln, dass wir die Klimakrise adressieren. Heißt, wir sollten Menschen helfen, selbstbestimmter zu werden, indem wir Informationen transparent machen, indem wir mehr visualisieren, indem wir einfach die Probleme wirklich aufzeigen, die wir im Moment haben, damit wir nicht so abhängig sind von fragwürdigen Informationen und Aussagen. Wir sollten hingehen und Kompetenz aufbauen. Das heißt, wir sollten das, was wir gerade im agilen Umfeld so viel machen, wir sollten experimentieren, messen, lernen und verbessern, damit wir mehr PS auf die Straße kriegen. Und das sollten wir bald tun. Und in puncto Eingebundenheit, wir sind als
professionelle Community, glaube ich, so stark, dass wir ganz viel von dieser Stärke abgeben können an alle, die es brauchen oder alle, die wir mitnehmen wollen auf den Weg, um das Klimathema zu adressieren. Und wir sollten damit schnell anfangen. Und falls ihr einen konkreten Anlass braucht, in einer Woche am 29. November ist internationaler Klimastreik. Also guckt auf Fridays for Future zum Beispiel, findet ihr auch Aktionen in eurer Nähe, die euren Geschmack treffen. Werdet aktiv, werdet zum Klimahelden und bringt euch ein. Ich habe mich inspirieren lassen von diesen dreien, also in den Folien werdet ihr es dann haben. Und das war es zum Thema motiviert agil, damit der Kicker auch wirklich kickt. Und ich hoffe, dass wir es schaffen, agile Motivation zu aktivieren, damit wir unsere Zukunft retten können. Schönen Dank. Vielen Dank. Großartig. Also gefällt die Call to Action am besten. Ich habe jetzt nicht alle Vorträge gehört, aber ich finde es toll, dass du auch dieses Thema hier mit reingebracht hast. Wir hätten noch ein, zwei Minuten für ein, zwei Fragen. Oh, da hätte ich ja noch. Okay. Nein, ich habe gesehen, dass ein paar Fragen sind. Deswegen. Ja, okay. Gerne. Ich habe eine Frage und zwar der Zustand der Amotivation. Mhm. Kann der tatsächlich bei psychisch gesunden Menschen auftreten? Ich glaube ja. Aber er ist sehr, sehr selten. Aber das ist, wenn ich wirklich null Bock habe zu etwas. Und das heißt ja nicht, dass der Mensch aber komplett dann gar nichts macht, sondern in dem Thema, ne? Also keinen Bock zur Arbeit hat. Genau, weil wenn ich keinen Bock habe, dann bin ich auch schon wieder motiviert, keinen Bock zu haben. Okay. Also ich drehe mich da so ein bisschen im Kreis in meinen Gedanken. Ja, okay. Also wobei, ich glaube, wenn man einfach so passiv ist und einfach die totale Egalhaltung hat, was man so bei Teenagern manchmal findet, das wäre amotiviert. Aber eben, es ist bei gesunden Menschen, glaube ich, nur in einem Themenbereich möglich. Ja. Ich hätte nochmal eine Frage im Vergleich zu Daniel Pink, weil ne, das ist so das, was ich kenne zum Thema, was motiviert uns? Mhm. Autonomie haben wir mit Selbstbestimmtheit. Mastery würde ich die Kompetenz mit reinpacken. Und dann ist aber Purpose ja eigentlich der dritte Punkt. Genau. Du sprichst hier, oder das Modell hier spricht von Eingebundenheit. Ja. Ist das jetzt was anderes oder ist das Gleiche auf Deutsch? Es ist ein bisschen was anderes. Es ist im Prinzip die Grundlage von dem, was Pink auch genutzt hat. Eingebundenheit im Englischen Relatedness umfasst eben genau diese zwei Aspekte, also Vision, Purpose, wenn du so willst, aber auch diese soziale Eingebundenheit, die hat er nicht so klar unterschieden und bei den anderen beiden auch. Also Kompetenz, Mastery ist nicht nur, dass sich weiterentwickeln, also nicht nur, dass etwas beherrschen wollen, ein Thema beherrschen wollen, sondern eben auch dieser Drang, sich zu entwickeln. Also es sind zwei Dinge. Und bei der Selbstbestimmtheit, Autonomy, geht eher nur von dem, ich möchte eben selber entscheiden dürfen, aber das ursprüngliche Modell beinhaltet eben auch die Fähigkeit zu entscheiden, dass man diese auch entwickeln möchte. Ja? Und was er benutzt die Begriffe nicht ganz korrekt, also ich finde sein Buch fantastisch, ja, also nicht falsch verstehen, das ist super, weil es dieses Thema mal sehr geländegängig gemacht hat für alle. Er geht auf den Überzeugungsgrad nicht so genau ein und ich bin mal davon ausgegangen, wenn man mit Unternehmen arbeitet und in der Organisation auch was verändern möchte, muss man diesen Punkt auch kennen und er ist von den Begrifflichkeiten nicht ganz so sauber, sag ich mal, ja, einfach um das ein bisschen einfacher darzustellen. Ja, aber der gleiche Gedanke. Vielen Dank, Maren. Wunderbar. Gerne. Ich möchte euch noch danken, dass ihr zu so später Stunde noch da wart. Ja, denkt an das Closing. Danke. Der Paul macht von vorne noch so ein paar Abschlussworte, wenn ihr Lust habt. Und kommt nächstes Jahr wieder. Ihr könnt euch schon anmelden. Ne? Alles danke, klar. Ich danke dir. Danke. Dankeschön.